Ja, also nochmal ein herzliches Hallo aus Österreich in die Schweiz und Deutschland und vielleicht auch nach Österreich, je nachdem, von wo uns jetzt gerade die Leute zuhören. Heutiges Thema Qualitätssicherung im Rettungsdienst, das FISO-Konzept der Berufsrettung. Bevor wir starten, darf ich mich noch ganz kurz vorstellen bei euch, bei denen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Matthias Hecht, ich bin Notfallsanitäter NKV. Habe die letzten Jahre bei der Berufsrettung in Wien gearbeitet als Notfallsanitäter, zuerst im Fahrdienst, dann auch in der Leitstelle. Habe mich dann jetzt Ende des letzten Jahres ein bisschen beruflich neu orientiert, habe zum Studieren begonnen, studiere momentan integriertes Sicherheitsmanagement, wo es auch ganz viel um Qualitätsmanagement, Risikomanagement und so weiter und so fort geht. Und ich bin Faktor Mensch-Dozent, wo es auch ganz viel um Human Factors, Patientensicherheit, Fehlermeldungen und so weiter und so fort geht. Und da ist das halt ein bisschen daraus entstanden, dass dieses Qualitätssicherung und dieses Thema Fehlermanagement, Patientensicherheit ein bisschen zu meinem Steckenpferd wurde. Und ich bin immer wieder bei Seminaren oder jetzt da, wo ich den Benjamin kennengelernt habe, über Medilearn bzw. den Rettungsdienstkongress. Letztes Jahr bin ich immer wieder angesprochen worden, auch von Teilnehmern, weil sie gewusst haben, ich komme aus Wien bzw. bin im Wiener Rettungsdienst tätig. Bin immer wieder angesprochen worden auf dieses FISO, dieses System, was die Berufsrettung Wien da fährt. Und so ist es dann eigentlich entstanden, ja, so ein bisschen ein Format zu machen, so ein Webinar eben, um dieses FISO-Konzept vorzustellen und ein bisschen Einblicke zu geben, um was geht es da überhaupt und wie funktioniert das Ganze. Genau, FISO-Konzept, das steckt dahinter. Das Ganze ist entstanden nach der CIRC-Autopulse-Studie um 2011 herum war das. Da ist es darum gegangen, das war eine groß angelegte Studie, eine internationale Studie über mehrere Länder, wo man sich angeschaut hat, die Reanimation mit mechanischen Reanimationshilfen. Also so wie wir es jetzt kennen mit Lukas, Reanimationshilfe, Puls, CPR. Und da hat man sich eben die Unterschiede angeschaut zwischen der händischen Herzdruckmassage und den Hilfen, also der Reanimationshilfe. Und um diese Studie, also da hat die Berufsrettung Wien eben mitgemacht bei dieser Studie, und um diese Studie mehr oder weniger zu überwachen oder adäquat zu führen, hat die Rettungsakademie Wien hat eben Fahrzeuge in den Dienst gestellt, um diese Studie eben zu überwachen und Statistiken zu führen und eben ausgestattet mit Lukas Reanimationshilfen. Und das war eigentlich so der erste Stein oder der Startpunkt dieses FISO-Systems. Man hat eben durch diese Studie hat man das dann mehr oder weniger ausgeweitet, dass man dann eben das auf das allgemeine Qualitätsmanagement dann quasi weitergeführt hat. Also nicht nur dann eben die Studie zur Reanimation, sondern dann eben auch gerade eben bei der Reanimation die Überwachung der Reanimation selbst und die Qualitätssicherung des Ganzen. Was hat der FISO für eine Ausbildung? Der FISO hat grundsätzlich die höchste Ausbildung, die es bei uns in Österreich im Sanitätsdienst gibt. Das ist der Notfallsanitäter N. Das ist die Notfallkompetenz mit endotracheale Intubation. Also die höchste Ausbildungsstufe, die man erreichen kann in Österreich, ist Lehrsanitäter, also unterrichtet auch in der Rettungsakademie. Eben Rettungssanitäterkurse, Notfallsanitäterkurse und so weiter und so fort und hat auch einen Offizierslehrgang. Wie ist der FISO ausgerüstet? Grundsätzlich gibt es drei Fahrzeuge, die im Dienst sind, also durchgehend im Dienst sind, mit drei Standpunkten, Stützpunkten, die ja relativ gut, sage ich jetzt einmal, geografisch verteilt sind in der Stadt, dass man jedem Punkt der Stadt quasi so rasch wie möglich einen FISO vor Ort hat. Die Ausrüstung
ist im Endeffekt ein Single Responder, das heißt, er hat einen Notfallrucksack dabei, er hat auch Medikamente dabei, er hat eben einen Lukas dabei und sollte es so sein, dass die Physios werden immer auch wieder für Studien eben herangezogen, dann dementsprechenden Studienequipment, was sie halt, was für die Studie, die sie halt momentan quasi betreuen. Kommen wir auch gleich eben zu den Aufgaben des Physios. Der Physio ist im Endeffekt ein extrem gefächerter, hat einen extrem breit gefächerten Aufgabenbereich. Einerseits eben das klassische Qualitätsmanagement, also viel beim Einsatz beobachten und falls notwendig eingreifen, hat aber auch die Funktion eines Einsatzleiters. Also wenn der diensthabende Hauptinspektionsoffizier, der diensthabende Einsatzleiter gerade nicht verfügbar ist oder der Physio schneller eintrifft, Einsatzort, dann übernimmt der Physio die Einsatzleitung oder die interimistische Einsatzleitung, bis der Hauptinspektionsoffizier eintrifft. Ganz, ganz wichtiger Punkt des Physios und des, also der Aufgaben des Physios ist die fachliche Unterstützung. Ich habe erst letzte Woche wieder einen Einsatz gehabt. Momentan bin ich, nachdem ich jetzt nicht mehr hauptberuflich bei der Berufsrettung tätig bin, bin ich momentan ehrenamtlich tätig bei den Johanniten in Wien. Bin da eben noch im Rettungsdienst in Wien tätig und hatte jetzt letzte Woche einen Einsatz, wo ein Physio mitalarmiert wurde. Das war ein 70-jähriger Patient circa mit Verdacht auf Hirnblutung, der im Krampfgeschehen war und wir im Endeffekt gearbeitet haben und der Physio dazugekommen ist. Wir haben versucht, einen Zugang zu etablieren, hat nicht funktioniert und der Physio hat dann aufgrund seiner natürlich Erfahrung und aufgrund seiner Skills, sage ich jetzt einmal, die er über die Jahre erlernt hat, hat er uns natürlich versucht, so gut als möglich zu unterstützen, zum Beispiel jetzt da beim Zugang zu legen. Also es ist jetzt nicht das Hinkommen, beobachten und wenn etwas falsch läuft, eingreifen, sondern wenn er merkt, es braucht irgendwo jetzt eine fachliche Unterstützung oder es fehlen irgendwo Ressourcen oder das Team steht gerade ein bisschen an, versucht er sich natürlich so gut wie möglich einzubringen und hat jetzt zum Beispiel in dem Fall versucht, natürlich einen Zugang zu etablieren, ja, weil das gerade einfach eine schwierige Situation war. Und wie schon erwähnt, Studien betreut er auch. Also es gibt immer wieder, beteiligt sich die Berufsrettung Wien in Kooperation mit der Medizinischen Universität in Wien an diversesten Studien in der Präklinik. Und also da ist meistens dann irgendein Arzt oder irgendein Studienpersonal von der Medizinischen Universität Wien mit am Auto und die fahren dann quasi zu den entsprechenden Einsätzen und betreuen dann quasi oder führen diese Studien halt dann durch. Die Physios oder die Lehrsanleitungsakademie sind jetzt aber nicht nur für das direkte Einsatzgeschehen zuständig, sondern auch für die Rezertifizierungen der Sanitäterinnen und Sanitäter. Das Ganze heißt Prof-Check oder Professional-Check. Was bedeutet das? Wir haben bei der Berufsrettung nicht nur quasi eine Reanimation, die an der Puppe quasi geübt wird oder geprüft wird und der Sanitäter, die Sanitäterin wird dann dort rezertifiziert, sondern man hat versucht, es so authentisch wie möglich zu machen und hat einen RAK-RTW, also einen Rettungsakademie-RTW, in den Dienst gestellt und macht quasi die Rezertifizierungen der Sanitäterinnen und Sanitäter im direkten Dienstbetrieb. Das heißt, die Mannschaft findet sich in der Rettungsakademie ein, es wird der RAK-RTW angemeldet, der Physio bzw. der Lehrsanitäter sitzt auf dem Auto quasi als Dritter drauf, es gibt einen Fahrer und einen Teamleader quasi und der Physio beurteilt dann im realen Einsatzgeschehen, also bei echten Patienten, die Leistung der Sanitäterinnen und Sanitäter, fahren dann ein paar Einsätze
dann wird meistens gewechselt, Fahrer, Teamleiter, also jeder macht quasi selbst einen Einsatz als Teamleiter, das Ganze wird dann bewertet, befeedbackt und so schaut dann quasi die Rezertifizierung der Sanitäterinnen und Sanitäter bei der Berufsrettung Wien aus. Um euch jetzt da die Aufgabe des FISUS oder die Rolle des FISUS im Einsatzgeschehen ein bisschen besser noch zu verdeutlichen oder ein bisschen greifbarer zu machen, habe ich jetzt ein Video vorbereitet. Die Berufsrettung Wien hat nämlich ein Video veröffentlicht vor einiger Zeit und das würde ich euch gerne herzeigen und dementsprechend ein bisschen kommentieren, damit ihr ein bisschen besser versteht, ja, was sind die Aufgaben des FISUS, wie verhält er sich so im Einsatzgeschehen. Kann man das sehen? Sehr gut. Pitstop-Crew-Konzept sind die einzelnen Positionen bei einer präklinischen Wiederbelebung definiert und standardisiert. Der Name kommt aus dem Motorsport. Wie bei einem Boxenstopp wissen die handelnden Personen genau, was sie wie und wann zu tun haben. Das Konzept wurde erarbeitet, um eine rasche und optimale Patientinnenversorgung bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zu gewährleisten. Grüß Gott, Berufsrettung Wien, machen Sie weiter bitte. Erzählen Sie dem Kollegen bitte. Also da sieht man jetzt, die Rettungswagenmannschaft ist eingetroffen, sitzen zu zweit auf dem Fahrzeug, also mit zwei Sanitäterinnen oder Sanitätern besetzt, trifft ein, Ersthelfer mit Laienreanimation und der FISU trifft auch gleichzeitig einen. Das ist jetzt der quasi da links außen steht in dem Szenario. Die Kollegin hat gleich quasi übernommen, hat jetzt gerade einen Notfallcheck und hat dem Ersthelfer gesagt, er möge doch bitte alle Informationen, die er jetzt zu diesem Einsatzgeschehen geben kann, dem FISU sagen oder weitergeben. Und der kümmert sich jetzt mal um diese initialen Informationen, die man bekommt. Die Teammitglieder wissen durch die genauen Handlungsabläufe, welche Positionen sie einnehmen müssen und wie das Equipment für rasche Handgriffe zu positionieren ist. Um die Positionen einnehmen zu können, sollten Arbeiten 360 Grad rund um die PatientInnen möglich sein. So. Guten Tag. Bitte, was ist denn vorgefallen? Der Herr hat sich eine Brust gefasst und über Schmerzen geklagt. Ist dann kollabiert, hat aufgehört zu atmen und ich habe den Herzdruck Okay. Okay, wie lange ist der Herzdruck massiert? Vier Minuten verstanden. Man sieht jetzt, der FISU geht eben zu dem Laien hin oder zu dem Ersthelfer hin, hat ein Klemmbrett und ist momentan eigentlich komplett aus dem Szenario draußen. Also er hat jetzt keine irgendwie technischen Skills, die er jetzt momentan bei den Patienten machen muss. Er kümmert sich jetzt wirklich rein um die Informationen, die er bekommt und versucht es auch zu verschriftlichen und festzuhalten. Vielen Dank. Darf ich Sie bitten, machen Sie uns ein bisschen am Platz, Achtung, aber bleiben Sie in der Umgebung. Okay. Dankeschön. Gut. Wenn wir Kammer flimmern. Jawohl. Schock. Achtung, Schock. Okay. Ganz kurz für alle, ein paar beobachteter Stillstand, circa 4 Minuten suffiziente Herzdruckmassage durch den Ersthelfer. Alles klar, danke. Würdest du im nächsten Zyklus intubieren, Julian? Ja. Benedikt, richtest du her? Ich richte alles für die Intubation her. Verstanden, dann schaue ich, dass ich einen Zugang etabliere. Ja. Das ist ganz schön. Der Philipp, der FISU, hat jetzt ganz kurz die Informationen, die er bekommen hat, nochmal ganz kurz zusammengefasst und in einem Briefing an die Kolleginnen, also an die Kolleginnen und den Kollegen weitergegeben und hat dann auch im Zuge dessen gleich quasi antizipiert und gesagt, wie schaut unser weiteres Vorgehen aus? Julia, machst du dann die Intubation? Ist das in Ordnung für dich? Und genau, also die weiteren Schritte angeleitet. Super, danke schön. Bereit? Geht bei dir? Ja. 3, 2, 1. Ja. Passt. Zehn, 20, 5,
4, 3, 2. Mhm. Ja, passt. Da sieht man jetzt ganz schön noch einmal das Breitbandspektrum des Physios. Es ist immer schwer zu sagen, was der Physio jetzt wirklich genau für eine Aufgabe hat. Das kommt immer auf die Einsatzsituation und auf die Dynamik an. Da zum Beispiel ist es jetzt eben in dieser Situation so, dass die RTW-Mannschaft alleine ist, momentan noch, also Notarzt ist momentan noch keiner da. Sie haben ein Ressourcenproblem. Deswegen nimmt sich der Physio jetzt zum Beispiel den Zugang an. Ja? Also versucht sich dann natürlich eben mit dieser fachlichen Unterstützung, die ich vorher schon erwähnt habe, versucht sich natürlich in der Situation so gut als möglich einzubringen. Ja, also wenn gewisse Dinge für den Patienten erledigt werden müssen, kann er halt nicht außen stehen und nur zuschauen. Ja, das funktioniert halt einfach nicht. Macht er ja eh ganz gut, also er nimmt sich den Zugang an. Beckerplan ist Langstubus, was das? Verstanden. So. Zugang sitzt links kubital. Verstanden, danke. 5, 4, 3, 2. Gut, Julia, dann würde ich dir bei der Intubation assistieren. Perfekt, danke. In 10 Sekunden haben wir Wechsel. Verstanden. Absaugbereitschaft ist hergestellt. Achtung, Analyse. Weiterhin Kammer flimmern. Kommt der nächste Schock. Vorsicht, Schock. Und bitte weitermachen. Gut, Julia, wir haben einen 8er-Tubus mit Mandrö. Mit 3er Spatel, Kapnometrie ist hergerichtet, Fixierung haben wir, Beatmungsbeutel ist bereit, ja, Stethoskop hast du, Beckerplan etabliert, bitte. Dann starten wir die Intubation. Also der Physio wiederholt jetzt nochmal alles Wichtige für die Intubation, geht mit der Julia nochmal ganz kurz durch, haben wir wirklich alles vorbereitet, wie schauen jetzt quasi die nächsten Sekunden, Minuten aus und assistiere jetzt eben bei der Intubation. Alles abgesprochen. Dankeschön. Tubus bitte. Tubus. Danke. Mandrö entfernt. Mandrö entfernt. Unter Sicht intubiert. Zahnreihe 23. Bitte einmal kaffen. Ist gekafft. Gebe die Kappen noch dazwischen. Mhm. Dann würde ich mich bitten, dass du mir gekauft. Den Beutel übernimmst und den Tubus für die Lagekontrolle. Okay. Beutel. Tubus habe ich. Dankeschön. Benedikt, kurz stopp bitte. Passt. Beidseits belüftet, der Tubus beschlägt. Was haben wir für eine Kapnometrie bitte? 38 ETCO2. Perfekt, dann bitte fixieren. Grüß euch. Hallo. Grüß euch. Daniel, ein Beobachter. Jetzt trifft die Notarztmannschaft ein und der Physio brieft jetzt quasi die NEF-Mannschaft und macht eine kurze Übergabe. Der Stillstand, circa 4 Minuten, so beständig hat Blutmassage durch den ersten Patient, hat sich auf die Brust gefasst, ist dann kollabiert. Wir haben mittlerweile zweimal defibrilliert, Kammerflimmern, erfolgreich intubiert und einen Zugang etabliert. Ja. Habt ihr schon Medikamente hergerichtet? Noch keine. Marco, richtet so mir bitte 1 Milligramm Adrenalin her und 300 Milligramm Amiodaron. Das dritte Mal schocken, dann können wir das auch applizieren, ja? Okay. Ja, gut. Der Notarzt gibt jetzt die Anweisung, in welche Medikation er quasi haben möchte. Der Nefsani richtet das her. Dann würde ich mich rausziehen und das Timekeeping übernehmen. Ja, nicht du. Okay? Gut, das ist mal eine Rhythmusanalyse. Wiederbelebung und das rechte. Wieder kann man flimmern. Jetzt ist es so, dass der Physio natürlich gemerkt hat, passt, jetzt gibt es genug Ressourcen vor Ort, also die Aufgaben sind schön verteilt und nimmt sich jetzt quasi selber aus dieser Situation heraus, dass er ein bisschen als Außenstehender auf diese Situation blicken kann aus der Vogelperspektive und übernimmt jetzt das Timekeeping. Das heißt, er hat sein Klemmbrett und er macht jetzt im Endeffekt nichts anderes, als Zeiten aufzuschreiben. Wann ist Adrenalin gegeben worden, wann ist gegeben worden, wann haben wir eventuell wieder einen ROSC, wann ist Intubation gewesen und so weiter und so fort. Also alles, was die Zeiten und was den Einsatzablauf betrifft, dokumentiert er jetzt. Achtung, Schock!
Medikamente bitte. Gut, Medikamente bitte verabreichen. Danke. Medikation verabreichen. Session, danke. Verstanden, Marco, danke. Hier sehen wir das Pitstop-Crew-Konzept in Aktion. Jedes Mitglied hat seine klare Position und weiß dadurch, was er oder sie zu tun hat. Der Notfallsanitäter auf Position 1 führt das Atemwegs- und Beatmungsmanagement sowie die Bedienung des Defibrillators durch. Er ist im Wechsel mit der Notfallsanitäterin auf Position 4 und somit auch für die Herzdruckmassage zuständig. Die Notfallsanitäterin auf Position 4 beginnt mit der Herzdruckmassage. Sie ist im ständigen Wechsel mit dem Notfallsanitäter auf Position 1. Außerdem führt die Notfallsanitäterin die Intubation durch und ist ebenfalls für das Atemwegs- und Beatmungsmanagement sowie die Bedienung des Defibrillators zuständig. Position 3 ist eine temporär einzunehmende Position und wird von einem Notfallsanitäter eingenommen. Er schützt den Notfallsanitäter auf Position 1 beim Atemwegs- und Beatmungsmanagement. Auf Position 2 ist der Notfallsanitäter mit dem intravenösen Zugang, der Verabreichung von Medikamenten sowie der Infusion betraut. Der Notarzt. Er ist für die medizinische Leitung verantwortlich und geht unter anderem mit dem Team die reversiblen Ursachen durch. Auf Position 5 hat der Field Supervisor das organisatorische Teamleading sowie das Time Management inne. Er überwacht die Arbeitsschritte und ist für die organisatorischen Abläufe zuständig. Während einer kardiopulmonalen Reanimation müssen die reversiblen Ursachen des Herz-Kreislauf-Stillstandes erkannt und behandelt werden. Der Notarzt geht mit Ursachen, auch die 4 Hs und Hits genannt, durch. Unter den 4 Hs verstehen wir Hypoxie, Hypovolemie, Hypothermie, Hypo- bzw. Hyperkalämie und andere Elektrolytstörungen. Unter den Hits verstehen wir Herzbeuteltamponade, Intoxikation, Thromboembolie und Spannungspneumothorax. Habt ihr irgendwelche Hinweise für Intoxikation? Habt ihr irgendwas gesehen? Nein. Also auch die Pupillen, wie sind die? Pupillen sind mittelweit, reagieren sehr langsam. Mhm. Da sieht man jetzt ganz schön im Gegensatz zum Anfangsstadium des Einsatzes, wo noch ein bisschen Chaosphase war und eben ganz, ganz wenige Ressourcen, wo er sich fachlich einbringt und fachlich unterstützen musste, sieht man jetzt ganz schön, dass der Physio quasi außen steht und wirklich diese Situation nur noch beobachtet. Er beobachtet, er schreibt mit, er dokumentiert, macht ihm das Timekeeping und sollte etwas aus dem Ruder laufen, dass er quasi gleich eingreifen kann. Zum thromboembolischen Ereignis, also laut Anamnese ist ein Herzinfarkt durchaus die Ursache sein. Mhm. Und ist steht 36, verstanden, danke. Okay. Ich habe meine Sachen durch, Philipp. Verstanden. Wollen wir ein kurzes 10-for-10 einziehen? Ja. Das Team führt das 10-for-10-Prinzip durch. Hierbei werden für 10 Sekunden alle Informationen zusammengetragen, um eine gemeinsame Entscheidung über das weitere Vorgehen treffen zu können. Dieses Prinzip ist ein fixer Bestandteil des Arbeitens nach CRM-Kriterien. Es wird angewandt, um in den nächsten 10 Sekunden Abläufe der nächsten 10 Minuten genau zu planen. Die nächsten Schritte werden dann auf das Personal aufgeteilt, um die Effizienz unter dem zeitkritischen Aspekt zu steigern. Jetzt sind eigentlich alle Maßnahmen erfolgt. Es ist intubiert worden, es ist ein Zugang gelegt worden, Medikament verabreicht worden, Infusion hängt. Jetzt halt ein Kriterien quasi Einzug, der Physio wirft in den Raum. Machen wir ein kurzes 10-for-10, machen wir ein kurzes Breakout, eine Breakout-Session und antizipieren die nächsten Minuten, wie geht's weiter. Wahrscheinlichste Ursache für den Herz-Kreislauf-Stillstand ist der Herzinfarkt. Ja, der Patient ist jung, ca. 60 Jahre. Es war beobachteter Stillstand. Es war suffizient Reanimation durch den Ersthelfer. Daniel wird für mich eigentlich Richtung ECMO gehen, erfüllt alle ECMO-Kriterien. Ja. Wäre das okay, wenn ich avisiere? Ja, das sehe ich auch so. Also es steht die Transportpriorität. Wir werden unter laufender Reanimation transportieren. Ist das für alle in Ordnung? Ja, passt. Da merkt man jetzt auch ganz schön, dass sie ganz, ganz viel im Team kommunizieren. Also sie versuchen, auch wenn gerade die Herzdruckmassage und die Beatmung läuft, sie versuchen wirklich gemeinsam als Team zu kommunizieren und auch wird immer gefragt eben vom Notarzt oder vom Physio, hat irgendjemand Einwände, sieht das irgendjemand anders? Und da versucht man halt wirklich auf einen Nenner zu kommen. Organisierst du bitte ein Bett
Im ECMO-Zentrum. Und Marco, richtest du bitte den Lukas her, ja? Wir haben in 10 Sekunden wieder geschaut, dann wechseln wir wieder, ja? Ja. Anfrage schreibbereit für den Visum. Ja, benötigen einen Intensivbett mit ECMO für männlich ca. 60. Resistierendes Kammerflimmern. Mittlerweile 5. Schockaufgabe kommen. Achtung, alles weg. Da sieht man jetzt schön, der Fiese im Hintergrund hat sich jetzt um das Bettenaviso gekümmert, um das Bettenmanagement und hat jetzt über die Leitstelle eben ein ECMO-Bett organisiert. Ja, Fiese verstanden, danke. Ganz kurz für alle, ECMO ist avisiert. Wieder alle auf den gleichen Informationen und gibt allen, so dass das wirklich alle mitbekommen haben, die Information ECMO-Bett über die Leitstelle ist avisiert. So sieht sich jeder gleich aus. Danke, verstanden. Verstanden. Gut, wir haben 1:30 bis zur nächsten Analyse. Wollen wir jetzt den Lukas anlegen? Ja. Julia, du übernimmst den Tubus bitte. Alles auf dein Kommando, wir zählen auf 3. Marco, du und ich, wir heben den Patienten an. Und Benedikt, du schiebst das Rückenbrett bitte. Ja, alles klar? Alles klar. Super. Auf dein Kommando, Julia. 3, 2, 1, jetzt. Passt. Weiter drücken bitte. Du dann bitte den Feedback-Sensor runter, Benni, danach. Ja, ja, verstanden. Benedikt, ich fahre die weiter drücken. Bei mir? Kurz weg bitte, bleib kurz schalen. Sensor ist weg. Okay. Ich sehe keinen Perikardikus, unauffälliger rechter Ventrikel. Lukas, Start. Wann ist das nächste Adrenalin, Philipp? In 2 Minuten. Jawohl. Ich hoffe, dass dieses Video ein bisschen mehr Einblick geben hat können, so wie sich der Physio im Einsatzgeschehen verhält, das ein bisschen greifbarer machen können.